Jo, und damit begrüße ich Sie zurück zu einem neuen Part von Fire Emblem Echoes. Shadows of Valentia. Wir sind vor den Toren des Turm des Duma, Tempel des Dumas. Nicht Turm, sondern Tempel. Hier ist es der Tempel. Und ja. Was kann man sagen? Wir haben im letzten Part, ja, endlich erfahren, was hier vor sich ging. Beziehungsweise komplett. Nämlich der gute Alm ist, ja, wie wir schon wissen, Rudolfs Sohn gewesen. Und durch seinen Plan hat er Meißen dazu aufgetragen, ihm, ja, in die Kunst des Schwertes einzuweihen und generell sozusagen durch sein Handeln ist eigentlich dieser Krieg entstanden und auch sein Tod, muss man sagen. Aber er hat uns auserkoren, dass wir Duma vor allem aufhalten sollen, weil er es erkannt hat, dass Duma nicht mehr Herr seiner Lage ist. Und das hat er auch anerkannt, denn er hat sich ein neues Opfer nämlich geholt, nämlich den guten Berkut. Der ist, ja, würde ich jetzt sagen, komplett in Dumas Bann. Aber bevor wir beginnen, muss ich noch sagen, ich habe eine Sache geändert. Genau, ich habe Python genommen und ich hatte einen rausgenommen. Oder Tobin? Nee, ich glaube, Tobin hatte ich. Ich habe Python, glaube ich, mitgenommen für jemand anders. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Ich glaube, das war Lucifer. Ich bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher, aber auf jeden Fall habe ich Python mitgenommen, weil der mit seinem Bogen, mit seiner Bogenfähigkeit dann da, denke ich mal, doch ein bisschen hilfreicher für mich ist. Also nur damit Sie Bescheid wissen. Ich hatte beim letzten Mal jemand anders ausgewählt. Also ich hatte was geändert noch gehabt, aber ich weiß es selber nicht mehr, was da jetzt schon wieder ein paar Tage vorhanden sind. Ach ja, und übrigens der gute Foresight, der muss natürlich auch leider das Zeitliche segnen. Aber gut, wir haben jetzt keine Zeit zum Trübsal blasen. Jetzt geht es los. Das große Finale beginnt heute. Wir waren ja auch im Kampf, glaube ich. Aber jetzt, ja, deswegen habe ich jetzt nochmal da gestartet, nur damit sie jetzt nicht sich verwundern. Puh. Geht schon richtig ab hier. So, und direkt natürlich den Erstschlagsangriff nutzen. Das sollte ja wohl klar sein. Auch wenn da natürlich noch ein paar Freunde kommen. Okay, dann wollen wir mal gucken hier. Also gut, Miasma, Miasma und du hast Schleim. Okay, und ihr habt Stahlschwert, Stahlschwert und ein Bogenschütze. Okay. Dann wollen wir mal gucken, wie wir das machen können. Oh, und ihr könnt miteinander reden. Okay, dann mache ich das so. Nee, dann mache ich das. Wie weit kannst du gehen? Du kannst bis da gehen. Moment mal, ich gucke erstmal kurz, dass ich die vielleicht besiege. Ja, das könnte man vielleicht mal versuchen. Jo, würde ich sagen. Das könnte man ja vielleicht mal versuchen. Okay, und jetzt auch die Musik hier, wie sie richtig abgeht. Okay, wenigstens schön ausgewichen, das finde ich gut. So, es wäre gut, wenn ich ihn vielleicht besiegen könnte. Ich weiß aber nicht wie. Höchstens mit dir vielleicht. Ja gut, das könnte ich eigentlich auch vielleicht machen. Nur da, ja gut, das ist. Man kann sich da bewegen, nur da ist halt Schleim. Das würde uns Schaden bringen. Also bewegen kann man sich überall. Uiuiui. Ah, du hast ein Scharfschütze. Ja gut. Eigentlich sollte ich den Scharfschützen eliminieren. Aber ich glaube. Ah, shit, der hat da, der überlebt das. Ja gut, du könntest ihn besiegen, aber leider wirst du da auch ordentlich Schaden kassieren. Dann mache ich das, glaube ich, mit dir. Ja, dann mache ich das mit dir. Dann mache ich das wohl mit dir. Weil du hast da die nötige Stärke, um diesen Bogen Scharfschützen, besser gesagt, zu eliminieren. Sehr schön. Gut, die kann ich leider nicht erwischen, aber vielleicht wären auch die da besser sowieso. Die stelle ich mal. Nee, dann stelle ich mal noch nicht hin. Ich werde. Das sind die Vorräte. Ich stelle ich aber die Säule. Ich denke, das dürfte erstmal reichen. Und du darfst dann da wieder mal unsere Freunde widerrufen. Nämlich die guten Freunde nämlich. So. Ja, ich denke, ich werde das so machen. Du kümmerst dich mal mit deinem Silberbogen um den. Vielleicht machst du einen schönen Critical. Leider nicht. Das sogar gar nicht. Das finde ich nicht gut. Aber wenigstens kriegst du dein Level ab. Ja. Ja, das ist okay. Mit dem Level kann ich leben. So, dann gehst du dahin und ihr redet dann mal miteinander. Genau. Foresight. You all right there, pal? You haven't yelled at me yet. In fact, you never snap at me anymore. Don't tell me you've given up. No. I wouldn't call it giving up, but the excuses you come up with for not trying are beyond comprehension. That's because you're not trying to comprehend them.
Look, I'm not like other folks. I don't like chasing wildly after some dream. Dreams don't fill the belly, and they sure don't pay for life's other comforts. So you know what? I'm happier without them. Truly? Well, that sounds utterly depressing. But if you're happy, I'll let it be. But we are fighting a battle here, so perhaps a modicum of help is in order? Aye, aye, Captain. I'll give you my all. Oh, somehow I doubt that. So kann man das auch mal sehen. Ja, und ich muss mich natürlich nochmal berichtigen. Natürlich war die Rede natürlich nicht von dem guten, vom guten, nehmen wir dich. Vom guten, na, die Treffer-Rate war sehr miserabel, aber gut, ziemlich ganz gezählt, weil der steht ja auf den Vorräten. Fernand, der ja das Zeitliche segnen musste und nicht, wie hieß der andere noch? Oh, jetzt habe ich den anderen Namen wieder vergessen, das ist unfassbar. Also natürlich nicht Fernand, sondern natürlich, Stärkung will ich nicht einsetzen. Foresight meine ich, also nicht Foresight, der das Zeitliche gesehen hat, die haben sie ja gerade gesehen, nein, Fernand, der musste leider draufgehen, dran glauben. So, und ich sehe schon, sie gehen wohl anscheinend auf die Freunde, beziehungsweise der jetzt nicht mit dem Schleim, das gefällt mir weniger und natürlich trifft der. Ja gut, aber danke für deinen Critical Kill. Gut, das ist natürlich klar, sie können natürlich auch in das Ding da gehen, das gefällt mir weniger, aber gut, das, da habe ich ehrlich gesagt kein Problem mit. Das finde ich gut tatsächlich. Das finde ich sehr, sehr gut. Nebeltänzer. Aha. Was ist das denn für eine schicke Fähigkeit? Werden wir gleich sehen. Oh, beide verfehlen. Okay. Was ist denn das für eine schicke Fähigkeit? Zeigt mal an hier. Ja, und ihr macht die mir jetzt schön ein bisschen kaputt hier. Das finde ich gut. Dass ihr ein bisschen Schaden da schon mal reinsetzt. Wobei, du killst den anscheinend, ne? Ja. Naja, gut. Schade. Nochmal wieder Erfahrungspunkte kaputt gemacht. Naja, egal. So, was ist das für eine Fähigkeit? Nebeltänzer. Gewährt dem Anwender magische Resistenz. Das ist eine coole Idee. Das finde ich gut. Achso. Ich kann ja nur aus der Ferne angreifen damit. Aber das überlebt der. Gut, ich könnte auch mit dem Bogen angreifen danach. Aber du killst den. Will ich, dass du den killst? Ja, eigentlich eher weniger. Eigentlich eher weniger. Aber sonst komme ich mit keinem anderen dahin. Das ist ja doof. Na ja, gut, da muss ich mal gucken. Vielleicht geht er ja doch auf sie, aber ich glaube es irgendwie nicht dran. Ich glaube da irgendwie nicht dran, dass er dann auf sie geht. Oh, mit 61 getroffen, nicht schlecht. So, Silk, dann kannst du mal Erholung auf Python einsetzen. So, und dann, vielleicht, du. Du könntest noch was machen hier. Die Frage ist nur eigentlich, müsste jetzt niemand geheilt werden. Aber gut, dann heil mal sie. Vielleicht kriegst du ja so dann durch die Heilung dein Level ab. Nee, nicht ganz. Schade. Sonst gibt es jetzt aber auch niemanden, der so wirklich ganz krass vor... du. Okay, dann machst du das. Dann darfst du das machen. Schade ist nur, dass der das überlebt. Warte mal. Oh, das ist schön. Das ist gut. Machen wir das so. Und er trifft sogar einmal nicht, das ist gut. Aber wichtig, dass er überhaupt einmal getroffen hat. Sollen wir mal gucken hier, das ist... Na okay, das mache ich nicht. Ich greife mit dem Schwert an. Da ist die Trefferrate höher und ich würde ihn auch killen. Die Frage ist, ob ich mich halt treffen. Ah, das hast du gemacht. Sehr schön, Alm. Sehr schön. Very good, very good. Und das ist ein schönes Level up. Ja, der erste Kampf hier, den wir hier schon betreten dürfen, das ist mal nicht schlecht. Aber ich will, dass du Claire, aber ich denke, der wird... Okay, dankeschön. Ach, er geht aber, greift direkt an. Hä, schade. Ja, dann wird das jetzt einer von denen wahrscheinlich... Ja, schade. Egal. Was soll's. Dann halt eben so. Oh, ich muss noch mal gucken. Ich hoffe, ich habe noch genügend Vorräte auf jeden Fall. Weil die werde ich bestimmt brauchen hier, denke ich mal. Die werde ich bestimmt brauchen hier im Laufe der Kämpfe. Jetzt geht's ja noch, aber wegen der Ausdauer, vermute ich mal.
Warte mal, war da irgendwie was? Ein Gang oder so noch? Weil ich will ja schon hier alles holen hier. Weil vielleicht gibt es hier noch krasse Waffen oder so. Wer weiß. Aber bisher hier nicht. Okay, dann gehen wir weiter gucken. Oh, die Musik hier auf dem Overworld sozusagen. Oh Gott. Eieiei, ich sehe schon. Hier geht's ab. Ich würde sagen, ich guck mal, dass ich den Ritter mit dem Erstschaden besetze. Yes, ach, oh, das war knapp, aber es ist gut gegangen. Gut, die Gargoyles, die kommen auch, aber da werde ich wohl keine Chance dagegen haben. Das werde ich wohl aushalten müssen. So, wie mache ich das denn? Also da werde ich auf jeden Fall, da werde ich wohl keine andere Wahl haben, als da auf jeden Fall Magie zu nutzen. Gegen die Freunde. Da werde ich wohl echt keine andere Wahl haben. Und da auf Magie zu gehen. Ich glaube, nur der werde ich den. Es wird, glaube ich, schwer, den zu erwischen. Auf jeden Fall kannst du schon mal den da angreifen. Das ist eine gute Idee. Ja, sogar ein Critical. Das finde ich gut. Aber die scheinen auch ordentlich was auszuhalten, diese Gargoyles. Eieiei. Da wird man mal gucken können. Wird man mal schauen, Müsin. Uiuiui. Ja, du ziehst sogar auch gar nicht mal so schlecht ab. Da würde ich sagen, du gehst mal auf den Freund. Na, super. Achso, der steht natürlich auf den Vorräten. Doof. Das ist dann doof. Dann würde ich sagen, du stehst dich auf jeden Fall mal dahin, dass zumindest die Ritter sie nicht angreifen können. Gut, dass die Gargoyles sie angreifen können, das kann ich dann ja wohl wenig verhindern. Aber dass zumindest die sie nicht angreifen, weil das wäre dann doch ein bisschen schmerzhaft. Sagen wir das mal so. Deswegen werde ich auch wahrscheinlich gleich auch nochmal Purgativ nutzen. Ja, werde ich auch tun. So, du wirst Seraphim auf den einsetzen, das ist wohl klar, um den zu killen. Das ist ja wohl sowas von klar. Ach, du sagst zu dem noch armes Ding? Naja. Oder ich werde sogar Stärkung einsetzen. Ich werde sogar Stärkung einsetzen. Na, okay, das bringt gar nichts. Dann gehe ich eher auf die Freunde. Würde ich sagen, dann gehe ich eher auf die Freunde. Aber das bringt auch nicht so viel. Ich muss hoffen, dass das ein Critical ist. Aber gut, es kann auch nur einer auf ihn draufgehen. Also von daher, war leider kein Critical. Naja, gut. So, und ich werde jetzt natürlich Stärkung einsetzen. Das ist ja wohl klar hier. Komplett Healing für alle. Und sie ist natürlich auf der Schussbahn. Das ist natürlich auch dann praktisch. Und Level Up. Ja, ist okay. Nur wie gesagt, da sie Stärkung hat, muss ich sie unbedingt mitnehmen. Das ist ja wohl klar. Okay, der Ritter geht auf ihn. Und das finde ich gut. Weil er hat schön ausgewichen und damit kann... Achso, ja, von der Seite, aber gut, der greift Delphi ja an. Und er trifft nicht, was ich schön finde. Du gehst auf Taubin. Ja gut, das dürfte wohl dein Ende sein. Naja, gut. Ein KP überlebt der. Hui, habe ich aber wahnsinnige Angst vor. Okay, dann ist das sehr gut gegangen. Dann werde ich definitiv auch dich ausschalten. Ja, mit Seraphim klappt das am besten. Weil das ist sowieso gegen Untote am besten ist. Machen wir das auch. Ja, und so langsam entwickeln sich die Level-Ups nochmal. Die brauche ich ja auch auf jeden Fall, diese letzten Level-Ups. Also da werde ich auf jeden Fall gucken, dass ich da viele noch bekomme. So, dann würde ich sagen, du machst schwächst ein bisschen mal. Ja, mit 76 ist dein Ernst. Mit 76 hast du nicht getroffen. I cannot believe that. I cannot believe that. Boah, wir setzen jetzt wirklich alles hier ein. Hätte ja natürlich kein Critical sein können. Aber okay. Sonst noch irgendwer kurz von dem Level ab? Eher nicht so. Oder euch zwei? Nee, ja gut, eher Tobin. Ja gut, dann würde ich sagen, Tobin und Claire machen noch einen weg. Sofern sie treffen, natürlich. Okay, sehr schön. So, und dann natürlich noch Tobin. Du machst auch noch einen weg. Und dann geht's halt weiter, die sammelt... Ah ja, stimmt, ich hatte jetzt mal wieder einen. Ich hatte Clive mit, aber der ist halt noch zu schwach gewesen hier. Deswegen habe ich mich für Python entschieden, dass ich den mitnehme. Stimmt, Clive war ja dabei, aber der... Hat ja noch, ist ja nicht so lang längst da gekommen. Okay, wie sieht's aus? Noch alle top, alles klar. Finde ich gut. Und ich finde es auch gut, dass es bisher hier noch recht linear ist. Okay, es geht in die Dunkelheit und es geht weiter rein. Weiter rein hier, in die Dunkelheit.
Aber langsam kriege ich Angst. Okay, was ist hier? Oh, es passiert irgendwas, okay. That statue. Mila? Is that really the Earth Mother? But how could the goddess have been turned to stone? Only the sacred blade can seal a divine dragon's power. Look there. The blade protruding from her forehead must be Falchion. But given that... Home, is that you? Celica! You're safe. Oh, I'm so glad. Wait, are you alone? Where are the others? So this is Ulm. Who are you? My name is Jeddah. I must thank you for disposing of Emperor Rudolph. Well then, Jeddah. Enjoy your last moments. I'm here to put an end to you and Duma. I'll see Sophia restored to Celica. Ulm, you can't. You mustn't. What? Why not? If Duma is gone, Regel's lands will turn as barren as Sophia's have. Even more people will starve. But, Celica, we can't let... And even if you wanted to stop Duma, you can't. Nothing can stop him now. Mila has chosen to seal Falchion away with her. What? But then... All this fighting... What was it even for? Father! Ulm... Diese miese Kröte. Ulm and Antis, you stand at the pinnacle of your respective kingdoms. The hour has come for the world of man to return to the gods' control. It is the dawn of an age of fear and chaos, cradled in Duma's shadow. We'll never let that happen. Rejoice, Antis. For you have the honor of serving as its cornerstone. Celica? What is he talking about? I'm sorry, Ulm. This is the only way. There's no other choice. The girl will offer up her soul to quell the madness in Duma's heart. Er hat damit gewartet. Also ich muss mal kurz jetzt sagen, ich dachte schon, er hätte das irgendwie gemacht, aber er hat noch damit gewartet, okay. Okay, er hat also damit noch gewartet. Interessant. She does so for the sake of Regel and Sophia's people both. What? No! Celica, you can't! Tell me he's lying! I'm sorry, Ulm. Do not think me a monster. I shall grant you the time for a farewell. But be quick about it! Das kann nicht sein. Celica! I'm so sorry. Please forgive me. This is crazy. You can't do this. I'm going to get you out of here. Just hold on. You don't understand, Ulm. I came here knowing what awaited me. What? Back on the island, I had a dream. A dream where something terrible happened to you. So I decided to petition Mila for the strength to protect you. Yet for all my travels, you still face terrible danger. And you were even forced to end your own father's life. I'd seen it all. I knew it was coming, but I couldn't change a thing. I failed to keep you safe, Ulm. That's not... Celica, none of what's happened is your fault. You're not to blame for any of it. But I won't lose you. I won't let any of you die. I don't want you to fight Duma. I don't want anyone to be hurt or killed. That's my only desire in this life. Celica... And this is the only means I have of ensuring that comes to pass. So again, Ulm, I'm sorry. I wish it could have been different. I always have. I wish I could have gone home to the village and lived there with you. Celica, please, wait! Celica! Ulm, I don't wish to be vulgar, but... Well, what is the proper course of action for us now? Emperor Rudolph bade us defeat Duma, but Princess Antis asked us not to. Have we come this far simply to reach an impasse and accept it? One thing seems abundantly clear as things now stand.
The chances of Sophia's recovery are nearly extinguished. With Mila in her current state, there is little hope of change. No. But Selic is gonna take care of Mila and Duma for us, right? Are you serious, Tobin? You're just gonna sit around on your butt and let Selica die for us? What? No! I don't want that any more than you do. But what other choice do we have? There's nothing left we can do! I'm not giving up. Huh? I'm not giving up on her! Every part of me, every fiber of my being, says this is wrong. So we're going to take down Duma, and bring Selica home safe! Sure, that all sounds fine and well, but how do we do that exactly? Consider your position, Alm. You're no longer just the leader of the Deliverance. You are to be Regel's next emperor. You must set your personal feelings aside, no matter how difficult it may be. All of Valentia depends on you now. That must be what steers your decision. Fine. Then I decide to follow the will of the previous emperor, Rudolf. Alm. Oh, come on! What's wrong with personal feelings? All of you fought this far because you hold some kind of hope for the world. It's man's individual hopes and fears that shape the world, that drive it. And that's how it should be. I truly believe that. Should we let the world crumble on a god's whim? Or his absence? You're right, of course. But... I don't want to lose anyone else I care about. I don't want to see anyone else lost because of Duma. Don't you feel the same, Clive? Even if we escape from Duma's control, a starving people can know no peace. Villains and thieves will arise to feed on the weakest and most vulnerable. Are you prepared to inflict that upon the world? I will dedicate my life as Emperor to ensuring such a thing doesn't happen. And yes, I know as well as anyone that there will be losses along the way. I think I've learned that much by now. But when I think of the next 1,000 years, I don't want this. I want to leave behind a world where we shape our lives by our own hands. Where we make our own mistakes and fix them as many times as necessary. That's a world worthy of a future. So be it. If you have the determination to see it through, I'll not object. I am yours to command, Your Excellency. Count me in. I'm not living my life bowing to Duma and his little idiots. I'll take going hungry over that any day of the week. I'm just not sure. Quit your whining and hop on board already. If it were just me, I would. But I have little brothers and sisters to think of. I will gladly take up a trowel and work the land with them. Wait, but you're a noble, Lucas. Such things will mean precious little in the world ahead of us. Myself, I refuse to be controlled by Duma or go hungry. If it means working the barren earth, then I shall do just that. And you won't do it alone. In truth, I've always been curious about farming. I'm sure we can reap or sow or whatever it is, enough to stay alive. Though I admit, I think all this talk of doom and gloom is entirely premature. This is great, guys. Count me in too. I'm pretty handy with a plow, actually. I'll show you guys how it's done. An emperor plowing the fields? I never thought I'd see the day. Oha. Huh? Mila's statue is glowing. What's going on here? Wasn't she sealed away? She's calling me. Alm? Let's go. Mila is calling to me. We might still be able to pull this off. We have to find a way to the altar. Ja, das klingt auf jeden Fall ziemlich interessant. Wie das hier aber weitergeht, das würde ich sagen, sehen wir im nächsten Part. Wird aber wohl ziemlich spannend werden jetzt, denke ich mal. Also, jetzt werden wir wahrscheinlich das spannende Finale einläuten. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Part von Fire Emblem Echoes, Shadows of Valentia. Bis dann und tschüss, euer Jake.